Die Gärten sind zentraler Bestandteil der Gebäudetechnik. Die Belüftung dieser Gärten über die Fenster in der Fassade sorgt eben dafür, dass wir hier keine Klimatisierung benötigen und durch dieses Gebäudekonzept ca. 20 bis 30% Energie sparen im Vergleich zu anderen Gebäuden. Okay, während der Fahrstuhlfahrt produzieren wir Energie und diese Energie führen wir wieder in das Gebäude ein. Insgesamt haben wir fürs Unternehmen ein CO2-Ziel, was nicht nur durch den Gebäudebetrieb, sondern auch durch Fahrzeugverbräuche erfüllt werden kann. Also es kostet ungefähr 1 Euro pro Tag im Jahr, um dieses Haus zu heizen. Andere Häuser im normalen Baustandard kosten das 6-fache. Dieses Haus funktioniert ohne Heizung, weil es ist so gut gedämmt und so luftig, dass wir fast keine Wärme mehr verlieren. Gleichzeitig gewinnen wir Wärme durch die großen Südfenster, die eine Dreifachverglasung haben. Und das ganze Haus funktioniert jetzt statt einer Heizung mit einer Lüftungsanlage, sodass wir immer gute Luft im Haus in den Räumen haben zum Leben. Nein, das ist nicht wahr. Es ist so, dass das Passive bezieht sich darauf, dass wir alle als Heizung funktionieren. Also jeder, der im Haus ist, jedes Elektrogerät ist eine Heizung. Wir sind hier im Heizungskeller eines Pflege- und Begegnungszentrums, in dem 250 alte Menschen versorgt werden. Hinter mir arbeiten gerade 2 Blockheizkraftwerke. Das sind umgebaute Busmotoren, die einen Elektrogenerator betreiben und dabei natürlich Abwärme produzieren, die wir für Heizzwecke und für die Warmwasserbereitung verwenden. Den Strom verwenden wir hier im Haus, damit versorgen wir das Gebäude wie auch die benachbarte Waldorfschule. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber wir haben viele Möglichkeiten, dieses Geld selber auszugeben, ja. Mit dem Hilfsangebot der Caritas setzen wir unsere Kunden in die Lage, dass sie Wasser, Strom und letztendlich sehr viel Geld sparen können. Was ich gerne mache, ist mal das Licht aus, wenn ich irgendwo hinkomme, was wir jetzt nicht brauchen. Ich besuche einkommensschwache Haushalte und mache das in 2 Stufen. Einmal protokolliere ich Gewohnheiten und zum zweiten komme ich mit einer Auswertung zu den Kunden. Da gibt es einen Pool von Waren und wir schauen dann im Einzelfall, was der Kunde davon dann am sinnvollsten einsetzen kann. Diese Mittel gibt es kostenlos, so wie der ganze Service kostenlos ist. Und wir greifen dann richtig dort an, wo Hilfe gebraucht wird.